So, in dem zweiten Video werde ich den DAX besprechen. Doch zunächst einmal wieder, jeder kann den Risikohinweis auch selber lesen. Jeder haftet für seine eigenen Schäden, die durch die Analyse entstehen könnten. Da aber diese zurzeit ja minimal ausfallen oder gar nicht vorhanden sind, könnte ich auch den Risikohinweis weglassen, aber nichtsdestotrotz. Es kommen auch, wie schon im anderen Video erwähnt, es kommen auch sicherlich schlechtere Zeiten. Deswegen, jeder ist für seine Entscheidung selbst verantwortlich und ich werde da nicht haften. So, dann kommen wir zum DAX. Ich werde jetzt eben, wie eben schon in dieser Woche, am Montag bis zur Mittagszeit eben eine DAX-Wochenanalyse veröffentlichen. Diesmal hieß der Titel, sehen wir nochmals die 10.900 Punkte im DAX. Und eben kurz Wochenchart was abgebildet, dann eben Tageschart eingegangen und dann habe ich eben hier ein Setup erstellt, was da oben Short gehen war, eben so, kam sowieso nicht in Frage, aber dann vermutlich hier Long gehen. Also war eben das Szenario so eingezeichnet. Auch zunächst erstmal ohne Stoppkurs. Hat auch alles seinen Sinn. So, dann kommen wir auf die Chartbilder. Dann stellte ich ja noch ein Setup am Montag hier ein, was zunächst punktgenau aufging. Und das zweite Setup habe ich aber dann eben gestern Nacht gestrichen, weil noch ein Dow Jones Short Setup lief und mir das eigentlich ja in einer verkürzten Börsenwoche eben zu viel erschien, ja. Und da wäre jetzt hier auch das Short-Ziel eigentlich viel zu wenig eben gewesen, aber gut. Thema lasse ich weg. Hier habe ich sowieso nicht getradet in Short. Aber wie man sieht, wäre eher dieser eben auch aufgegangen. Und zunächst war ihm noch eine Unterstützung im Tageschart genannt worden bei 10.960. Da ging es eben bis zur Mittagszeit ein, zwei bullische Abpraller in dem Bereich etwa. Dann würde es doch noch durchstoßen und ich erwähnte eben hier im Video, wäre auf Stundenbasis eben ein Umkehrsignal wichtig. Ein Hammer gab es hier eben leider nicht. Aber hier noch zum Schluss dann ein Bullish Engulfing um 17 Uhr. Zwar kein lehrbuchhaftes Verhalten, aber dennoch in meinen Augen ein Bullish Engulfing. So, dann schließen wir das und kommen wir eben auf diesen Chart zu sprechen. Im 4-Stunden-Chart ist jetzt der Kurs direkt an den EMA 50 rangelaufen, minimal darunter gesetzt und die Unterstützung auch. Allerdings war ich eben auch dann nicht am Rechner am Nachmittag, habe aber wie gesagt betont hier auf Stundenbasis ein Umkehrsignal beachten. So, hier kam man jetzt, ich habe die internen Muster auch ausgewertet, hier kann man jetzt definitiv einen Stopp unter dieses Level entweder ganz direkt hier hinsetzen, dann sind wir halt 60 Punkte unter diesem Level. Das Kurspotenzial ist dann hier trotzdem das Chance-Risiko-Verhältnis noch ideal. Also hier hat sich, und wie gesagt, ich kann nicht immer recht haben. Ich will ja auch gar nicht immer recht haben, sondern die Charts geben mir halt, sage ich mal, die Prognosen eigentlich vor. Es ist kein Hexenwerk. Vielleicht ist es ein Hexenwerk, vielleicht habe ich eine Eingebung, keine Ahnung. Darf jeder seine eigene Meinung sowieso haben. Hier kann man jetzt mit 60 Punkten ein Trade auf jeden Fall morgen eingehen. Kursziel sollte, so wie hier abgebildet sein, natürlich nicht an einem Tag erreichbar, auch nicht in dieser Woche wahrscheinlich, aber hier wäre es möglich, natürlich auch ein Verlusttrade. Gehört aber auch dem dazu. Schauen wir noch kurz den Tageschart an.
So. Hier war eben die Marke von der 10.960 an der Rainbow-Oberkante. Sind wir jetzt eben leicht mit dem Tagesschlusskurs darunter, aber ich sehe das jetzt nicht unbedingt als gebrochen an. Die Unschärfe darf ruhig sein. Nächster Tagesschluss darunter wäre schon negativ und könnte dann eine weitere Kurskorrektur eben bis 10.700 einleiten. Ich hatte ja noch einen Chart, wenn dieses Level ja nicht hält, hatte ich ja schon angegeben, die 10.660er Marke. Da wieder diese jeder auf dem Kicker hat, sozusagen auf dem Fahrplan hat, könnte es auch nur ja, 100 Punkte weiter oben schon enden. Also nicht mehr ganz das, dieses Gap schließen, diese Kurslücke, sondern eben bei 10.760, aber sobald eben die Marke jetzt auf Tagesbasis bricht oder sowas, werde ich eben einen neuen Chart hinzufügen. Aber hier kann man jetzt sich definitiv an dem letzten Low absichern und das Risiko eingehen. So, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören, sehen uns morgen.